Am 22. Juni 2021 jährt sich der Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges zum 80. Mal. Für diesen unmotivierten, überfallartigen Angriff der Wehrmacht gab und gibt es weder von der militärischen noch von der politisch-moralischen Seite irgendwelche entschuldigende Momente. Hunderte von Büchern sind über diesen Krieg geschrieben, Dutzende von Filmen oder TV-Dokumentationen angefertigt worden in allen Sprachen und dabei jeden Winkel der Schlachten behandelnd. Das soll in diesem Video nicht fortgesetzt werden. Daher zunächst eine bemerkenswerte geschichtliche Einordnung. An Russland sind bisher drei Eroberer gescheitert, deren Soldaten zwar alle tapfer und opferbereit gekämpft hatten, aber alle an den ewigen Verbündeten Russlands zugrunde gegangen sind, an der unendlichen Weite dieses Riesenreiches und der Witterung. Der erste war Karl XII. Von Schweden, dessen Versuch mit dem Russlandfeldzug vom 1. Januar 1708 bis zum 1. Juli 1709 Moskau zu erobern, war in einem Fiasko geendet. Denn auf ihrem Rückzug in die Tiefen ihres Landes hatte die russische Armee unter General Alexander Danilowitsch Menschikow durch massive Zerstörungen den schwedischen Aggressoren lediglich verbrannte Erde hinterlassen. Auch waren Karls Truppen im Winter 1708/09 in einen Jahrtausendwinter geraten, der bis heute als der kälteste der vergangenen 500 Jahre gilt. Die entscheidende Schlacht bei Poltawa in der Ukraine besiegelte den Untergang der schwedischen Armee und führte letztendlich auch zum Verlust des sogenannten Großen Nordischen Krieges 1721. Der nächste gescheiterte Eroberer war Kaiser Napoleon I. Er hatte, um Russland als möglichen Gegner auszuschalten, das Zarenreich am 24. Juni 1812 angegriffen. Dem erfolgreichen Konzept gegen die Truppen Karls XII. Folgend hatte sich die russische Armee auch dieses Mal hinhaltend kämpfend immer tiefer ins Landesinnere zurückgezogen und der aus allen Herrenländern zusammengesetzten Grande Armee Napoleons nur verbrannte Erde hinterlassen. Sogar Moskau wurde auf Befehl von Zar Alexander niedergebrannt. Als dann im Winter die Temperaturen auf minus 30 Grad gefallen waren, begann das große Sterben. Der Russlandfeldzug Napoleons war der Anfang vom Ende seiner Herrschaft. Schließlich Adolf Hitler, dessen Unternehmen Barbarossa im Jahr 1941 die Eroberung Russlands vorsah und der daran gescheitert ist. Bemerkenswert ist, dass es auf sowjetischer Seite Stand 1. August 1941 1.755 sogenannte Vernichtungsbataillone mit einer Stärke von 328.540 Mann gab. Im Bild ist ein Trupp von Tula, die, wie bereits ihre Vorgänger im Russlandkrieg Karls XII. 1708 und bei Napoleon 1812, beim Rückzug all das zerstörten, was den Deutschen in irgendeiner Art hätte Nutzen bringen können. Gleise, Straßen, Brücken, Lebensmittelvorräte, Fabriken, Wohnhäuser bis hin zur kompletten Zerstörung von Städten und Dörfern. Neu ist diese auch als verbrannte Erde bezeichnete Taktik nicht. Sie wurde bereits im 8. und 9. Jahrhundert vor Christus von zurückgehenden Truppen der im heutigen Südrussland beheimateten Reiternomadenvölker der Skythen, später auch von den römischen Legionen praktiziert. Weiterhin im Hundertjährigen Krieg 1337 bis 1553 zwischen England und Frankreich oder 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg mit der systematischen Verwüstung der Pfalz durch französische Truppen wie hier Heidelberg oder den Unionstruppen im Amerikanischen Bürgerkrieg ab 1860. Oder 1917 mit dem Zerstörunternehmen Alberich im Ersten Weltkrieg, dem deutschen Nero-Befehl vom 19. März 1945 oder den von den Irakern angezündeten Ölförderanlagen von Kuwait im Jahr 1991
um nur einige Beispiele zu nennen. Was nun die von mir angesprochenen drei Aggressoren betrifft, so bestehen selbstverständlich große Rangunterschiede in Charakter, im Können und im historischen Schwergewicht. Aber alle drei bedienten sich einer starren, schematischen, unelastischen und kräfteverschlingenden Rückzugskriegsführung. Diese hat der Adjutant Napoleons, der General Duc Armand de Caulaincourt, in seinen Erinnerungen öffentlich gemacht, als er über die katastrophalen Führungsfehler schrieb, die der Korse im Russlandfeldzug 1812 begangen und die Hitler in fast manischer Weise wiederholt hat. Ich zitiere wörtlich aus »Unter vier Augen mit Napoleon, Denkwürdigkeiten des Generals Caulaincourt, Verlag Köhler, Stuttgart, 1956«. Zitat: »Die schnellen Erfolge und die reichen Hilfsquellen, die diese Länder boten, hatten alle Welt, sogar die Unterführer, verblendet. Diese Gewöhnung an den Erfolg ist uns in Russland und in unseren späteren Niederlagen sehr teuer zu stehen gekommen. Der glorreiche Brauch, immer nur vorwärts zu marschieren, hatte uns zu wahren Schulknaben in der Kunst des Rückzuges werden lassen. Nie war ein Rückzug schlechter überlegt als der des Jahres 1812. Daher ist auch nie ein Rückzug in größerer Unordnung vor sich gegangen. Zu rückwärtigen Bewegungen entschloss sich der Kaiser immer erst im letzten Augenblick, fast stets zu spät. Der Generalstab, nur zu sehr gewöhnt, auch den geringsten Antrieb von ihm zu empfangen, der ja immer alles voraussah, traf keinerlei Vorkehrungen. Da er nur zum gehorsamen Werkzeug herangebildet worden war, vermochte er nichts für die allgemeine Rettung tun. Der Kaiser war nicht einmal zu den Opfern zu bewegen, die unerlässlich waren zur Erhaltung des Allernotwendigsten. In diesem ganzen langen russischen Feldzug war er am letzten Tage ebenso schwankend, ebenso unentschlossen wie am ersten, obwohl die Notwendigkeit dieses Rückzuges ihm ebenso wenig zweifelhaft erschien wie den übrigen. Der er sich noch immer in der Hoffnung wiegte, eine neue Stellung beziehen zu können, so behielt er starrköpfig ein ungeheures Kriegsmaterial bei sich, das dann die Ursache wurde, dass man alles verlor. Zitat Ende. Es ist erschütternd, welche Parallelen sich in diesen Zeilen bei dem Krieg gegen die Sowjetunion widerspiegeln, die der deutsche Oberbefehlshaber den Namen Unternehmen Barbarossa gegeben hatte. Aber wenden wir uns dem Plan zum überfallartigen Angriff auf die Sowjetunion zu, die bis zum letzten Tage die vertraglich vereinbarten Lieferungen pünktlich erfüllt hatte. Diese Karte zeigt den Prozentsatz der Importe von der UdSSR in das Deutsche Reich der letzten 16 Monate bis zum Kriegsausbruch. Hatten die Aufklärungserfolge der deutschen Abwehr unter Admiral Canaris mit dazu beigetragen, die Feldzüge in Polen, Frankreich, Norwegen und Jugoslawien in rasche Siegeszüge zu wandeln, hatte der Chef der Abwehr vor dem Feldzug gegen die Sowjetunion gewarnt. Anlässlich eines Vortrages im Führerhauptquartier hatte er, gestützt auf die Arbeit seiner Abteilungen sowie auf die Beobachtungen des langjährigen deutschen Militärattachés in Moskau, des intimen Kenners der Sowjetunion, General der Kavallerie Ernst August Köstring, in 7 Punkten seine Einschätzung zur Roten Armee ausgeführt. Zitat: Die Sowjetarmee entspricht hinsichtlich der an Führung und Ausbildung zu stellenden Anforderungen nicht dem westeuropäischen Heeresstandard. Zweitens: Der sowjetische Generalstab ist kühn in seinen Plänen und fachlich genügend durchgebildet, um auch größere Heeresmassen einsetzen und leiten zu können. Drittens: Die mittlere russische Führung ist pedantisch und schwerfällig. Die untere Führung ist dagegen bemüht, von den westeuropäischen Vorbildern zu lernen. Der russische Soldat ist hart, genügsam und in der Abwehr zäh und verbissen. Es fehlt ihm an Disziplin. Seine Kampftechnik ist zum Teil primitiv. Bei seiner Gelehrigkeit und mit seinen Naturinstinkten wird er sich nach kurzen Kampferfahrungen alles, worin eben der westeuropäische Soldat noch voraus ist, rasch aneignen. Besonders im Winterkrieg werden Härte und Primitivität den russischen Soldaten zum gefährlichen Gegner machen.
Fünftens. In seiner Kampfmoral ist der Russe zwiespältig. Der Rotarmist wird bei einem plötzlichen Überfall Stalins gegen Europa widerwillig kämpfen und anfällig gegenüber einer geschickt geleiteten Propaganda sein. Wird die Sowjetarmee jedoch angegriffen, so erfolgt nach kurzer Zeit ein gewaltiger Durchbruch der gestauten seelischen Kräfte zugunsten eines unwiderstehlichen großrussischen Patriotismus, der in Verbindung mit der 200-Millionen-Zahl der Russen und der panslawistischen Idee zu einer ernsten Gefahr für Europa und später für die ganze Welt werden kann. Sechstens. Im ersten Jahr eines Angriffs auf die Sowjetunion wird Deutschland im Vorteil sein. Gelingt das Zerschmettern der russischen Macht nicht, so werden sich im zweiten und dritten Jahr die beiderseitigen Kräfte die Waage halten, vom dritten Jahr an und spätestens im fünften Jahre wird die nationalistisch fanatisierte Masse mit unwiderstehlicher Wucht von wenigstens 25 Millionen russischen Soldaten in der Lage sein, jede Armee zu zerschlagen, selbst wenn diese im Einzelnen über einen höheren Ausbildungsgrad, eine bessere Kampfmoral und eine modernere technische Ausstattung verfügt. Siebtens, ein Angriff auf die Sowjetunion ist daher nur möglich, wenn es gelingt, entweder die Befehlsstelle der zentralistisch gelenkten russischen Macht im ersten Augenblick zu zerstören oder aber eine starke freiheitliche Volksbewegung gegen den, Zitat, Sowjetismus, Zitat Ende, zu entfachen. Da beide Möglichkeiten nicht bestehen, muss jeder Angriffskrieg gegen die Sowjetunion nicht nur zu einem Rückschlag, sondern zu einer tödlichen Bedrohung für die Angreifernation führen. Zitat Ende. Allerdings hatte Adolf Hitler für Canaris Gedankengänge kein Gehör gehabt. Monate danach, nur Stunden nach der entscheidenden Sitzung, in der Hitler den Befehl gegeben hatte, am 22. Juni 1941 zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer den Angriff auf die Sowjetunion zu eröffnen, hatte Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt einem Abwehroffizier gegenüber berichtet, was er gegenüber Hitler geäußert habe, nämlich, Zitat, dass dieser Angriff nur gelingen könne, wenn die Sowjetunion unter dem ersten Ansturm zusammenbricht und die deutschen Armeen nur mehr Polizeiaufgaben zu lösen haben. Zitat Ende. Wie Rundstedt weiter ausgeführt hatte, sah Hitler hier mit Mussolini und dem Feldmarschall nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzung fest davon überzeugt, dass dieser Fall eintreten werde. Die Sowjetunion sei ein Koloss auf tönenden Füßen, das Sowjetvolk werde nicht kämpfen. Die Propagandalautsprecher und Flugblätter seien in dem nun ausbrechenden Krieg eine wirksamere Waffe als die Panzerdivision. Als der Abwehroffizier von Rundstedt wissen wollte, welche politischen Maßnahmen geplant seien, um den russischen und sowjetischen Menschen zu gewinnen, ehe Stalin Gelegenheit fände, dem latent vorhandenen Sowjetpatriotismus zum Durchbruch zu verhelfen, hatte ihm der Feldmarschall geantwortet, dass für die politischen Maßnahmen folgende Persönlichkeiten zuständig seien. Der Politiker und führende Ideologe der NSDAP, Alfred Rosenberg, während des Nürnberger Prozesses zum Tode verurteilt und am 16. Oktober 1946 hingerichtet, der Reichsleiter der NSDAP, Erich Koch, nach dem Krieg in Polen inhaftiert, wo er 1986 im Gefängnis verstarb, sowie der Leiter des Einheitsverbandes der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert Ley, der vor dem Prozessbeginn in Nürnberg am 25. Oktober 1945 in Nürnberg Suizid beging. Im Übrigen sei es nun einmal Hitlers Auffassung, dass die slawischen Völker inferiore Bedienstetenvölker sei. So wurde das Unternehmen Barbarossa, vom ersten Tage an geplant mit einer sträflichen Unterschätzung des Gegners und eine im Sinne des bedeutenden Militärwissenschaftlers, des preußischen Generals Karls von Clausewitz, ordinären Gesamtplanes sowie dem Verzicht auf eine wirklich politische Konzeption, dafür mit einer auf Eroberung und Vernichtung zielenden Ideologie.
Der deutsche Angriffsplan sah vor gleichzeitiges Antreten von 121 deutschen Divisionen, das waren 80% der deutschen Wehrmacht, und rund 15 rumänischen, ungarischen und finnischen Divisionen mit einer Gesamtzahl von 3.767.000 Soldaten. Das Ziel war, möglichst starke Teile der Sowjetarmee im Kampfe zu vernichten und den Rest hinter die sogenannte AA-Linie, also die Linie Archangelsk am Weißen Meer im Norden und Astrachan am Kaspischen Meer im Süden zurückzutreiben. Weiterhin Gewinnung der industriellen Hilfsmittel und landwirtschaftlichen Nutzflächen der Ukraine und, Zitat, Ausbau dieser Hilfsmittel und Nutzflächen zum Endkampf gegen die angelsächsische Welt. Zitat Ende. Auch sollten die Erdölgebiete des Kaukasus im Raum Maikop möglichst unbeschädigt übernommen werden und in Verbindung mit dem rumänischen Öl damit Deutschlands Brennstoffversorgung gesichert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte sich dann, Zitat, die über Ägypten und den Irak vorstoßende Armee im persischen Raum mit der Kaukasusarmee vereinigen, die Türkei durch Versprechungen zur Schaffung eines turanisch-turkestanischen Vasallenstaates mitreißen und sich, Zitat, irgendwo, Zitat Ende, mit der japanischen Armee vereinigen. Zitat Ende. Im Erfolgsfall wäre damit eine Front auf einer Länge von rund 2600 Kilometern entstanden, die ungefähr die doppelte Länge der ursprünglichen Aufmarschlinie vom Juni 1941 gehabt hätte. Das Gelingen dieser größenwahnsinnigen Pläne setzte voraus, dass, Zitat, erstens die Sowjetarmee restlos vernichtet und zweitens der eroberte Raum restlos befriedet und verwaltet werden konnte. Zitat Ende. Ohne jetzt auf Einzelheiten einzugehen, verweise ich auf mein Video, Titel Marschall Turaschewski und Barbarossa 1941. In diesem Video wird erwähnt, wie dieser auch der Rote Napoleon genannte, herausragende sowjetische Offizier der Roten Armee nach der Teilnahme an mehreren deutschen Generalstabsreisen einen Plan zur raschen Niederwerfung des russischen Zarenreiches im Jahr 1914 entwickelt hatte. Aber weder Hitler noch einer seiner Helfer aus dem Wehrmachtsführungsstab haben die Nutzanwendung aus dieser Erkenntnis gezogen. Stattdessen verzichtete der deutsche Angriffsplan teils aus Unterschätzung des Gegners, teils aus Fantasielosigkeit auf die vorhandenen großen Möglichkeiten, den Gegner wirklich zu schlagen. Er wollte ihn nur entscheidend schwächen und hinter die erwähnte AA-Linie zurückdrängen. Um sich eine Vorstellung von der Länge dieser Linie zu machen: die Linie entspricht in ihrer Länge etwa der Entfernung Stockholm-Rom oder in Ost-West-Richtung Hannover-Lissabon in Portugal. Die Ausführung dieses Planes erfolgte durch ein frontales Angreifen, Zitat, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Zitat Ende. Die zur Schwächung des Gegners bestimmten Kesselschlachten, die bis Ende 1941 eine Millionenzahl Kriegsgefangener eingebracht hatten, waren Angelegenheiten der Armeen, allenfalls der Heeresgruppen gewesen. Moskau und Leningrad sollten noch vor Beginn des Winters genommen und dem Erdboden gleichgemacht werden. Aber gab es überhaupt eine realistische Chance, die Sowjetunion zu besiegen? Dazu gibt es ein Gedankenspiel eines Generalstabsoffiziers der Abwehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu ein Blick zurück in die Situation Anfang des Jahres 1941. Deutschland hatte den Ostfeldzug in Ruhe vorbereiten können. Es besaß die volle technische und organisatorische Überlegenheit. Seine Armee besaß Kriegserfahrung, sie war vom Bewusstsein ihres Könnens überzeugt, ihre unteren und mittleren Führer waren hervorragend. Das Überraschungsmoment ließ sich in vollem Umfang bewerkstelligen. Zahlenmäßige Stärke, Ausrüstung, Ausbildung und Führung boten Deutschland 1941 die Möglichkeit, die russische Armee westlich des Urals nicht nur zurückzudrängen, sondern entscheidend zu schwächen und damit zur Kapitulation zu zwingen. Die eindeutige Seeherrschaft in der Ostsee
die Möglichkeit, gewissermaßen im Vorfeld von Leningrad Landungsoperationen großen Umfangs auszuführen. Die Teilnahme Finnlands am Krieg und damit die freie Verfügung über Finnland als Aufmarschbasis und der gute Zustand des lettisch-litauisch-estnischen Straßen- und Eisenbahnnetzes. All dies bot die Voraussetzung für das Gelingen der hier als Nordplan bezeichneten operativen Planung, die sich wie folgt abgespielt haben könnte. Während die deutsch-russische Demarkationslinie von 1939 zwischen der Südgrenze Ostpreußens und den Karpaten südlich Przemysls nur mit schwachen Kräften gehalten wird, überrennen starke deutsche Kräfte rund 100 Divisionen, darunter die Masse der Panzerdivisionen, die baltischen Staaten und vereinigen sich nach etwa 10 Tagen mit den aus dem Raum Leningrad und dem finnischen Raum gelandeten und vorher bereitgestellten Kräften im Raum beiderseits der Waldeshöhen, schwenken nach Südosten ein und greifen, immer weiter nach Osten ausholend, Moskau vom Norden an. Ziel dieses Nordplans wäre gewesen, Zitat, Desorganisation der russischen Kräfte durch Umfassung von Norden und in Besitznahme von Moskau, Unterbindung des Moskauer Verkehrsnetzes, Abdrängen der desorganisierten russischen Kräfte nach Süden, Zerschlagung dieser Kräfte durch rücksichtslose Verfolgung und fortdauernde Unterbrechung der Nachschublinien, schließlich Antreten starker deutscher und rumänischer Kräfte, mindestens 60 Divisionen, aus dem russischen Raum beiderseits Jassy im Nordosten Rumäniens, mit dem Ziel, die starken sowjetischen, zum Schutz der Ukraine aufgebotenen Kräfte zu binden, zu werfen, nach Nordosten abzudrängen und sie den von Norden nach Süden angreifenden deutschen Hauptkräften in die Arme zu treiben. Zitat Ende. Die Masse dieser desorganisierten, ihrer Führung beraubten und demoralisierten Sowjetarmee wäre beim Gelingen dieses Planes im Großraum Tula, Kiew, Charkow, Saratow zusammengedrängt und zur Kapitulation gezwungen worden. Angriffsbeginn so frühzeitig, dass zumindest die Nordoperationen, sprich die Gewinnung der Linie Kasan-Tula-Pripyat-Gebiet, am 15. Oktober beendet sein mussten. Daher in Anbetracht des Wegenetzes, der Wetterlage und der Überwindung der Winterschäden an den Verkehrsverbindungen Angriffsbeginn am 10. Mai. Zur Verfügung standen also mehr als 5 Monate. Der Verlauf der ersten Phase des Ostfeldzuges 1941 hat bewiesen, dass dieser Plan durchführbar gewesen wäre. Er hätte die Forderungen des Marschalls Michail Toraschewskis erfüllt, die Sowjetarmee und darüber hinaus die Sowjetunion zu überraschen, zu lähmen, zu desorganisieren und ihr keine Zeit zu lassen zum organisierten Widerstand und zur organisierten Staats- und Wirtschaftsführung zurückzukehren. Neben diesem eben aufgezeigten Nordplan hätte es alternativ einen Südplan gegeben. Ein überraschender Angriff mit rund 100 Divisionen aus dem rumänischen Aufmarschraum heraus mit dem Ziel, mit der noch beweglichen und ungebrochenen Masse der deutschen Wehrmacht die Linie Kiew, Charkow, Stalingrad zu erreichen, von dort aus nach Norden anzutreten, Moskau von Süden her anzugreifen, dem geworfenen und desorganisierten Gegner keine Ruhe zu lassen und ihn gegen die Linie Wolodga-Kasan-Ufa und darüber hinaus in das wegelose Tundragebiet zu drücken. Wie der Erfolg der im Jahre 1942 bereits entscheidend geschwächten deutschen Armee beweist, wäre dieser Südplan 1941 ebenfalls durchführbar gewesen. Beide Pläne, der Nordplan wie der Südplan, wären bei allem Wagemut, der angesichts eines solchen Zieles eingesetzt werden musste, klassische Operationen im Sinne des Generals von Clausewitz, des Generals Feldmarschall Helmut von Moltke, genannt der große Schweiger, oder des anderen großen deutschen Strategen, des Generalfeldmarschalls Alfred von Schlieffen gewesen. Unter Berechnung der eigenen Überlegenheit,
an Bestimmung des Angriffstermins, Überraschung, bessere Bewaffnung, Ausbildung und Führung sowie noch intakter Nachschuborganisation und unter Einrechnung der gegnerischen Unterlegenheit durch Überorganisation der obersten Führung, Anfälligkeit gegenüber Führerausfall, Kriegsunerfahrenheit und Schwerfälligkeit der mittleren und unteren Führung hätten beide Pläne im Spätherbst 1941 zum Zusammenbruch zumindest der Europäischen Sowjetunion führen müssen. Wenn man aber schon einen Feldzug führt und den gewinnen will, hätte neben einem klassischen Plan militärischer Strategie im Sinne Clausewitz ein ebenso klassischer Plan politischer Strategie durchgeführt werden müssen. Diesem politischen Gesamtplan hätte folgende Konzeption zugrunde liegen müssen. Zitat: In einer Proklamation am ersten Tage des Angriffs verpflichtet sich Deutschland, die Unversehrtheit des für jeden Russen heiligen allrussischen Territoriums zu garantieren. Krieg nur zur Befreiung der russischen Völker von einem unrussischen System. Wirkliche Autonomie für die Völker der Sowjetunion. Freundschaft allen, die den Freiheitskampf bejahen. Vorbildliche Behandlung aller Kriegsgefangenen. Keine Repressalie gegen Angehörige der Sowjetbürokratie oder Sowjetpartei. Wiederherstellung des bäuerlichen Kleinbesitzes innerhalb einer wahrhaft demokratischen Ordnung. Keine Rückkehr reaktionärer oder kapitalistischer Gewalten. Versprechen humaner und gerechter Kriegsführung. Appell an Freiheit, Gerechtigkeit und demokratische Selbstbestimmungsrechte. Nach einer Woche siegreicher Kriegsführung, Konstituierung einer allrussischen Föderativregierung unter einem gefangenen General und namhaften Politikern der sowjetischen Völkerfamilien. Nochmalige Anerkennung der Unversehrbarkeit der russischen Grenzen und Proklamation einer demokratischen föderativen Verfassung. Nach einer weiteren Woche Anerkennung dieser Regierung als souveräne Regierung einer verbündeten Macht und feierliche Festlegung auf die Räumung des russischen Bodens nach Wiederherstellung demokratisch menschenwürdiger Zustände. Zitat Ende. Hitler-Deutschland hat die Möglichkeit dieser klassischen Strategie nicht ausgenutzt, stattdessen einen Raub- und Vernichtungskrieg geführt, der zu Abermillionen von Toten, einer völligen Zerstörung der Mehrzahl der deutschen Städte und am Ende zur totalen Niederlage Deutschlands geführt hat. Werfen wir jetzt einen Blick auf die erste Phase des Ostfeldzuges 1941. Anfang April 1941 war der englischen Diplomatie der wahrscheinlich kriegsentscheidende Erfolg gelungen, oppositionelle serbische Kreise zum Staatsstreich gegen eine hitlerhörige Regierung zu bewegen und damit Hitler zu zwingen, den Krieg auch auf dem Balkan auszuweiten. Aber verlief der Balkanfeldzug auch noch einmal als sogenannter Blitzkrieg, so verzögerte er doch den Angriffsbeginn des Russlandfeldzuges um mindestens 4 Wochen. Es sind jene entscheidenden 4 Wochen, die nicht mehr eingeholt werden konnten und in der großen Schlamm- und Winterschlacht beiderseits und am Vorstadtrande von Moskau im November, Dezember 1941 den Angriffsschwung und die Beweglichkeit der deutschen Wehrmacht für immer zerbrachen. Fast auf den Tag genau, 129 Jahre nach dem Angriff der napoleonischen Truppen, als die Sonne bereits ihren Abstieg begann, hat die deutsche Ostarmee die Sowjetunion von Finnland bis zum Schwarzen Meer frontal angegriffen. Ein nicht feldzugentscheidender Angriffsschwerpunkt wurde im Raum Bialystok-Grodno gebildet. Es wurden erhebliche Anfangserfolge gegen die überraschte Sowjetarmee errungen. An keiner Stelle jedoch wurde sie vernichtet oder zur vollen Desorganisation gebracht. Immerhin war die Gesamtfront der Sowjetmacht ins Rutschen geraten, ohne aber, dass die Möglichkeit für Deutschland bestanden hätte, nun den Lehren Clausewitz folgend eine klassische Vernichtungsoperation einzuleiten. Im Grunde war nichts anderes geschehen, als dass eine verhältnismäßig dünne und nur an ihren Nordflügeln schwach gestapelte deutsche Linie die Russen frontal nach Osten zurückgedrängt hatte
und gegen die an einigen Abschnitten, besonders in der Mitte der russischen Front, ernsthaft erschütterten und in Auflösung geratenen russischen Armeen Kesselschlachten geschlagen hatte. Diese hatten rund 1,5 Millionen Gefangene eingebracht und am Anfang November zur schweren Krise der zur Verteidigung von Moskau bereitgestellten Armeen geführt. Diese Operationen aber hatten das Doppelte der dafür angesetzten Zeit erfordert. Sie hatten während der ersten 5 Monate rund 734.000 Verluste gekostet, was fast ein Viertel der im Juni angetretenen Soldaten gewesen war. Und sie hatten damit die deutsche Front um rund 40 Divisionen geschwächt. Allerdings betrugen bis zur Winterschlacht vor Moskau die russischen Verluste das Vielfache der deutschen. Zu diesem Zeitpunkt, Ende Oktober, hätte Deutschland mit seiner noch intakten und voll beweglichen Armee zur Ruhe übergehen müssen. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, den Nachschub auszubauen, die Verluste aufzufüllen, die russischen Verbindungslinien einschließlich des Moskauer Verkehrsnetzes laufend zu stören, darüber hinaus aber die Möglichkeit, die gewonnenen großen und wirtschaftswichtigen Gebiete zu befriedigen und die Bevölkerung sowie die Kriegsgefangenen durch humane Behandlung zu gewinnen. Dann wäre es im zeitigen Frühjahr 1942 möglich gewesen, an jeder gewünschten Stelle die gegnerische Front zu durchbrechen, Moskau zu nehmen oder auszuflankieren und zu großen operativen Planungen überzugehen. Das Gegenteil von alledem geschah. Die deutsche Kriegsführung, besonders der rechts neben Hitler stehende Chef des Generalstabes, Generaloberst Franz Halder, bis Anfangs November eher zögernd als wagemutig, sich auf taktische Siege beschränkend und operativen Entscheidungen auszuweichen, beschloss plötzlich, in Ausnutzung der von Moskau entstandenen Krise alles auf eine Karte zu setzen und Moskau mitten im Winter zu nehmen. Der Ausgang dieses Versuchs ist bekannt. Die deutschen Armeen, noch in verbrauchter Sommeruniform und ohne jede Winterausrüstung, gerieten in eine schicksalhafte Schlechtwetterperiode mit Schlamm und Frost in mehrfach rascher Abwechslung, um schließlich ungeschützt und stellungslos einem harten Winter ausgeliefert zu werden. Der Balkanfeldzug hatte den Angriffsbeginn um 4 Wochen verzögert. Diese 4 Wochen haben zweifellos Moskau gerettet und die Winterkatastrophe der deutschen Ostarmee heraufbeschworen. Hinzu kam, dass die schweren politischen und psychologischen Fehler Deutschlands, sichtbar auch an solchen Broschüren, das Etappengebiet mit einem immer planmäßiger und störendem werdenden Partisanenkrieg überzogen und Stalin die Gelegenheit gegeben hatte, die gesamte Sowjetunion zum, Zitat, großen vaterländischen Krieg gegen die blutigen deutschen Landräuber aufzurufen. Zitat Ende. So kosteten die Winterkämpfe nochmals rund 20 Divisionen an Toten, Verwundeten und Erfrorenen. Sie vernichteten die volle Ausstattung und Ausrüstung von 4 Armeen, darunter 2 Panzerarmeen. Sie zerstörten den Nimbus der deutschen Unbesiegbarkeit und gaben der sich aus der Auflösung zur Ordnung zurückfindenden russischen Armee Zeit, sich zu reorganisieren. Schließlich ermöglichte der Verzicht des mit Deutschland verbündeten Japans im Spätherbst 1941 in den Krieg gegen die Sowjetunion einzutreten, die Heranführung starker fernöstlicher Kräfte. Diese letzten Reserven haben im Dezember 1941 für die deutsche Führung völlig überraschend am unteren Don in den Kampf eingegriffen und deutschen Elitekorps bei Rostow eine verlustreiche Niederlage beigebracht. Mit den intakten Kräften, die Deutschland für die Fortführung des Angriffs im Jahr 1942 noch besaß, und aus einer Front von 1800 Kilometer Länge, waren kriegsentscheidende Angriffe mit dem Ziel, den Gegner in seiner Gesamtheit zu umfassen, nicht mehr vorzutragen. Ausführbar waren nur noch Teilangriffe, wie hier bei der Schlacht um Charkow im Mai 1942, um Raum zu gewinnen und den Gegner zu schwächen. Damit aber musste die Sowjetunion, deren Rüstungsindustrie im Ural intakt geblieben und in meisterhafter Improvisation ausgebaut worden war,
unaufhaltsam starker werden. Dazu kamen die über die eisfreien Häfen eingeführten großen Mengen an englischem und amerikanischem Kriegsmaterial. Mit dieser Kombination konnte die Sowjetunion langsam ihre gewaltige, zahlenmäßige Übermacht zur Geltung bringen. Damit war der Zweite Weltkrieg verloren. Immerhin hatten 1942 die Kräfte aber noch ausgereicht, um entweder in Richtung Stalingrad zur Wolga vorzustoßen oder aber die kaukasischen Ölgebiete zu nehmen. Anstatt nun so frühzeitig wie möglich mit dem Angriff zu beginnen, verlor die deutsche Strategie wertvolle Zeit und beste Kräfte im Gewaltangriff auf den Seehafen Sewastopol, das ein heldenhaftes Ringen zwischen Angreifern und Verteidigern erlebte und schließlich als Trümmerhaufen in deutsche Hände fiel. Der Heroismus der sowjetischen Soldaten wurde besonders auch von ihren deutschen Gegnern gewürdigt, was aus einem deutschen Bericht vom 6. Juli 1942 hervorgeht. Zitat: Welche Kräfte waren es, die den Russen zu solchen Leistungen befähigten? Dass die Leistungen ungeheuerlich waren, wird gerade von den Frontsoldaten anerkannt. Wie oft habe ich nicht voll Staunen gehört. Das hätte kein Franzose und kein Engländer. Das hätten wir nicht mal ausgehalten. Die Pistole des Politrucks oder des Kommandanten kann es nicht allein gewesen sein, was die Leute vorwärts trieb oder zum Aushalten veranlasste. Zitat Ende. Nachdem solche Berichte sowohl im deutschen Radio als auch in der Presse erschienen waren, verbot der Heimatkrieger, Propagandaminister Josef Goebbels, jegliche weitere Veröffentlichungen mit dem an Dummheit nicht mehr zu überbietenden Worten, dass es sich, Zitat, beim Widerstand der Bolschewisten überhaupt nicht um Heldentum und Tapferkeit handele, sondern allein um die durch einen wildwütigen Terror zur Widerstandskraft organisierte primitive Animalität des Slawentums. Zitat Ende. Hatte 1941 Jugoslawien den Ostangriff um 4 Wochen verzögert, so verzögerte 1942 der Angriff auf Sewastopol den Angriff der Heeresgruppe Süd um etwa 8 Wochen. So griff allen Erfahrungen des Vorjahres zum Trotz diese Heeresgruppe, verstärkt durch mangelhaft ausgerüstete italienische und rumänische Truppen, erst Ende Juli 1942 aus dem Raum Rostow-Charkow an. Ziel, Zitat, Durchstoß zur Wolga, Eroberung des Kaukasus, unbeschädigte Inbesitznahme der Ölanlagen, Lahmlegung des Wolga-Verkehrs. Zitat Ende. Es waren eindeutige Defensivziele, die diesem Angriff zugrunde lagen. Er sollte Deutschlands Brennstofffreiheit sichern und den Nachschubweg zwischen der russischen Zentralfront und dem sibirischen Rüstungszentrum in den Bereich der deutschen Fernbomber bringen, die im Übrigen erst auf dem Papier fertig waren und auch später niemals fertig wurden. Es waren schwache und brüchige Linien, die zum Angriff gegen die Wolga und den Kaukasus antraten. Die Nachschubwege entsprachen, da die Masse des Materials aus Deutschland herangebracht werden musste, rund 2500 Kilometer. Darüber hinaus führte dieser Nachschubweg durch ein Gebiet, das von Monat zu Monat mehr zum Schauplatz eines sich immer mehr organisierenden und ausdehnenden Partisanenkrieges geworden war. Geschuldet war dieser verdeckte Krieg der Partisanen der grausamen Politik gegen die Bevölkerung Polens und Russlands und auch infolge der inzwischen auch in der Sowjetunion bekannt gewordenen Behandlungen der sowjetischen Gefangenen. Waren im Sommer 1941 die deutschen Truppen in der West- und Zentralukraine in wahrhaft überschäumender Begeisterung als Befreier begrüßt worden, so hatten diese Befreier zwar das Sowjetregime beseitigt, dafür aber ein noch härteres, und dies war das entscheidende, abstrakt grausamere System einer Bürokratie gebracht, in dem selbst die nicht ideologisch verseuchten deutschen Vertreter den alten deutschen Fehler begingen, Heimatmaßstäbe an fremde Völker anzulegen und Andersartigkeit als Minderwertigkeit zu verfolgen und zu diffamieren. Der vor einer Minute erwähnte Angriff im Juli 1942 in Richtung Wolga schlug fehl.
Er hatte zwar wiederum die russische Front durchbrochen, konnte aber wegen immer häufiger auftretender Nachschub- und Versorgungsschwierigkeiten nirgends in Fluss gehalten werden. So standen mehrfach zum Angriff bereitgestellte Panzertruppen tagelang vor offensichtlichen Lücken in der gegnerischen Front, weil kein Brennstoff vorhanden war. Das eigentliche Ziel, das kaukasische Erdölgebiet, war in russischer Hand geblieben. Erst Anfang November konnte die Wolga beiderseits Stalingrads mit dünnen Angriffsspitzen erreicht werden. Anstatt nun aber aus dem Debakel von Moskau gelernt zu haben, setzte Hitler wiederum den Angriff in den Winter hinein fort. Damit vollzog sich die Katastrophe von Stalingrad. Eine Armee, einseitig mit Pionier- und Belagerungsmaterial ausgestattet, wurde im spitzen Keil gegen einen Gegner an die Wolga vorgeschoben, der sich in Ruhe an den beiden Schenkeln des deutschen Angriffskeils zum Angriff mit überlegenden und winterharten Kräften bereitstellen konnte. Die empfindlichsten Stellen der weit zurückreichenden Schenkel wurden im Norden durch mangelhaft ausgerüstete Italiener, im Süden durch Rumänen gesichert, deren stärkste Panzerabwehrwaffe aus 3,7 cm Pack im Pferdegespann bestand. Die moderne Kriegsgeschichte kennt kein zweites Beispiel einer solchen operativen Fehlleistung. Sie kennt aber auch kein Beispiel dafür, dass Fachleute einem solchen verbrecherisch-dilettantischen Befehl ihre Unterstützung geliehen haben. Fachleute, das waren der Chef des Generalstabs, Generaloberst Franz Halder, der Oberbefehlshaber der 6. Armee, Friedrich Paulus, sowie der Oberbefehlshaber der südlich anschließenden Armee, Generalfeldmarschall Erich von Manstein. Jedenfalls warfen die militärischen Operationen des Jahres 1942 und die Katastrophe von Stalingrad die unbeweglich gewordene deutsche Armee im Osten endgültig in die Verteidigung. Jetzt wiederholte sich die Abnutzungsschlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg, nur diesmal von Finnland bis zum Schwarzen Meer. Alle strategischen Möglichkeiten waren deutscherseits erschöpft. Auch das Beziehen einer günstigen Verteidigungsstellung im Frühling 1943 und wäre es selbst die verkürzte Linie Riga-Odessa gewesen, hätte den deutschen Zusammenbruch nur verlängert, nicht aber aufhalten können. Das russische Menschenpotenzial und das amerikanische Rüstungspotenzial mussten ab Spätherbst 1943 ausschlaggebend werden. Von Stalingrad an ist der Krieg im Osten operativ betrachtet uninteressant. Alle erfolgreichen Offensiven des Zweiten Weltkrieges haben nur immer wieder die eine Grundthese der modernen Kriegsführung bewiesen, dass jede Offensive hat sie den Gegner durchbrochen und geworfen, solange nicht mehr aufgefangen werden kann, wie der Nachschub wehrt. Eine zweite, seit den Punischen Kriegen immer wieder erhärtete strategische Grundregel war inzwischen dem Dilettantismus Hitlers, aber auch dem des deutschen Generalstabs zum Trotz, in Afrika bestätigt worden, dass überseeische Eroberungen nur gehalten werden können, wenn die Seeherrschaft und im 20. Jahrhundert die Luftherrschaft gesichert ist. Ich komme zum Ende. Die von mir früher zitierten Erkenntnisse des Generals Caulaincourt über den Russlandfeldzug Napoleons sind absolut richtig. Sie haben nämlich den damaligen Nimbus der konventionellen Unbesiegbarkeit Russlands zerstört durch die schonungslose Aufdeckung der Ursachen der napoleonischen bzw. hitlerischen Katastrophe. Hitler hat Napoleons Fehler sklavisch wiederholt. Darüber hinaus einen verbrecherisch dummen Raub- und Vernichtungskrieg geführt, wo es galt, einen Partner mit unbegrenzten Möglichkeiten zu gewinnen. So musste Hitler Deutschland auch im Sinne einer höheren Gerechtigkeit diesen Krieg verlieren und an seinen im Osten begangenen politischen und militärischen Fehlern zugrunde gehen.